Also von Blankenburg ging es wieder in den berühmten Bulli, wieder der gleichen Besetzung und ich auch wieder in Ketten gewissermaßen. Irgendwo hin. Zeitgefühl war gleich null, aber es hat jedenfalls sehr lange gedauert. Und dann kam ich in ein Krankenhaus, also in eine, also ich konnte es sehen, war mir eigentlich logisch, ich bin in ein Haftkrankenhaus. Aber wo? Null. Habe ich nicht erfahren. Und in diesem Krankenhaus, das ist also das Krankenhaus in Hohenschönhausen gewesen, das Haftkrankenhaus der Staatssicherheit. Und dort bin ich medizinisch versorgt worden. Und ich muss sagen, nicht mal schlecht. Also das, diese Vorsorgung, Nachversorgung, gibt es nichts zu meckern. Was mich bei der ganzen Sache erstaunt hat, ich war im Oberkörper verletzt, aber ich hätte laufen können, ich hätte stehen können. Nein, ich musste viele Wochen liegen. Ich durfte nicht aufstehen. Also in dem Moment, da war mir das irgendwie, was ist denn hier los? Aber wenn ich jemanden fragte, bekam ich ja keine Antwort. Und in diesem Haftkrankenhaus bin ich nach 3 oder 4 Tagen, stellten sich dann 2 Vernehmer vor. Also ich weiß nicht, ob die sich vorgestellt haben, aber in jedem Fall begann das mit den Verhören. Und da war mir erstmal, oder wurde mir so langsam klar, was für Anklage auf mich zukam. Was war es denn? Was ich dann auch letzten Endes im Urteil ausgedrückt habe, also der dickste Hund war, ich habe die beiden deutschen Staaten an den Rand eines Krieges geführt. Ich bin Staatsfeind und wegen staatsgefährdeten Gewaltakt plus Grenzverletzung, alles so etwas. Also das waren für mich Begriffe, die hatte ich noch nie gehört. Und diese Dimension, die war mir überhaupt nicht klar. Aber es dämmerte mir, hier kommt eine Lawine auf mich zu, denn diese Anklagepunkte, die mussten ja nun alle abgearbeitet werden. Mit der Erwartung meiner Gegenüber, gibt das mal alles zu. Es ist ja ganz offensichtlich. Also das ist etwas gewesen, was also erstmal nachgewirkt hat. Also erstmal mein Erstaunen. Ich dachte, Mensch, hat man mich eventuell mit Fahnenflucht hier am Hindern. Ja, oder Fahnenflucht. Das war, schien mir das schlimmste Vergehen. Ja. Aber dass es nun so massiv war, massiv wurde, bis hin zu Spionage, das kam dann auch noch hinzu. Und da begann also eine Zeit einmal im Haftkrankenhaus zu circa 8 Wochen. Na, die Zeiten habe ich nicht genau, ich habe es ja nicht gewusst. Und dann setzte sich dann das natürlich fort. Ich kam dann, was ich auch nicht wusste, in die Magdalenenstraße, in diese Untersuchungshaftanstalt Berlin, Magdalenenstraße. Und da wurde das natürlich permanent thematisiert mit der Aufgabe oder Angabe, gib das mal alles zu.